Samstag, Teil 2 in dieser Woche. Und Sie sehen an meiner Seite, wie immer, natürlich am zweiten Tag 5 Kandidaten. Heute geht es um die Vorspeisen. Ich kann Ihnen versprechen, es gibt ganz tolle Vorspeisen. Gestern war es schon total spannend. Heute wird es wieder spannend. An die Töpfe, fertig, los. So. 35 Minuten Zeit. Ich glaube, gerade bei einer Vorspeise kann man in 35 Minuten sehr kreativ sein. Ich glaube, da kann man sich vieles einfallen lassen. Die Frage wird natürlich sein, macht jemand zu Hause eigentlich immer Vorspeisen? Wie viel Erfahrung hat man damit? Wir werden alles sehen. Zunächst mal freue ich mich heute, dass Björn Freitag nachher alles beurteilen wird. Ja? Angenehmer Mensch. Von daher hoffe ich, dass er mir wohlgesonnen ist. Ich bin auf die Meinung von Björn Freitag relativ gespannt. Als Sternekoch, glaube ich, wird es auch schwierig sein, ihm das Gericht zu präsentieren. Natürlich. Ich versuche, mein Bestmögliches zu geben, um einem Sternekoch auch zu gefallen, beziehungsweise, dass mein Essen perfekt serviert wird, dass es ihm auch schmeckt und dass es schön aussieht, natürlich. So, und jetzt geht's los. Wir begrüßen aus Österreich Renate Trummer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und was gibt's denn heute? Bei mir gibt's heute ein Erbsen-Avocado-Tartar mit einer Garnele aus einer Aquakultur aus den Alpen. Die ist extra hergebracht worden. Genau, ich glaube, das kommen wir später. Ich zeige es schon mal. Das sind diese Garnelen. Genau. Ich glaube, die werden auf 500 Meter Seehöhe, glaube ich, irgendwie so gezüchtet. Die sind also ganz, auch ganz was Besonderes. Genau. Die werden gestreichelt später, die werden gestreichelt, extra genau. Gefüttert. Also. Aber hast du ein Foto da mitgebracht? Natürlich. Okay, dann schauen wir uns mal das Foto an von der Vorspeise. So soll das Ganze aussehen. Also Erbsen, Avocado da. Mit Garnelen, die besonders liebevoll gezüchtet werden worden sind. Ich freue mich sehr, liebe Renate, viel Erfolg und schön, dass du da bist. Dieser Mann kommt aus Mönchengladbach und hat einen ganz komplizierten Namen, den ich immer vergesse. Er heißt nämlich Horst Schneider. Das ist korrekt. Herzlich willkommen. Was gibt's heute? Bei mir gibt es ein asiatisches Backhändel auf süß-saurem Rettich. Asiatisches Backhändel. Auch hier schauen wir uns mal das Foto an, wie das aussehen soll nachher, das Backhändel. Okay, hier, schön, oder? Wunderschöner Teller. Vielleicht ganz kurz, ich komme aus der Steiermark, da gibt es auch Backhändel. Was macht ein Backhändel asiatisch? Das Backhändel wird asiatisch durch etwas Wasabi. Und das Wasabi tue ich zum einen in die Eiersahne für die Panade. Und dann haue ich noch ein paar Wasabi-Nüsse klein und vermische das mit dem Panko-Mehl. Dann wird es noch ein Tickerl wasabiger. Ah, okay, Wasabi ist asiatisch. Okay, also, genau. Da bin ich sehr gespannt. Und Chili auch noch so ein bisschen. Horst, bei Horst denke ich an Horst Lichter. Heute bist du da, ich freue mich. Mein Viel Großvater Spaß. Hieß auch schon Horst, von daher, ich habe den Namen gehört. So. Wir freuen uns auf jemanden aus Baden-Württemberg, Martina Leister. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Martina, gestern hattest du ja etwas gemacht, was Nelson Müller total begeistert hat, nämlich Spätzle al Olio, also wie die Lenas mit Spaghetti machen. Genau. Gibt es heute sowas Ähnliches? Nein. Also heute gibt es, Polenta gibt es ja auch in Italien. Ja. Also isst man da auch, aber auch in meiner Heimat. Ich komme aus Siebenbürgen und da isst man auch ganz gerne Polenta. Und deshalb habe ich mir gedacht, in der ersten Sendung mache ich was aus meiner schwäbischen Heimat und in der zweiten Sendung mache ich was zu der anderen Heimat passt. Was genau machst du? Ich mache Zander mit gebratener Polenta und Olivenzwiebeln. Hast du ein ADS oder wie? Okay. Nochmal. Zander mit Polenta und Olivenzwiebeln. Genau, so eine Soße mit Rotwein, Olivenzwiebeln. Ja. Was heißt Olivenzwiebeln? Karamellisiere die Zwiebeln in der Pfanne, lösche es mit Rotwein ab und gebe dann später noch die Oliven mit dazu. Okay. Koch das Ach, ein bisschen ja, das sieht man es ja. Genau, so sieht das aus. Genau, das sind rechts die Olivenzwiebeln. Okay. Genau. Ja, wunderbar.
Freue mich sehr. Sieht sehr gut aus. Also Super. Blender mit Zanderfilet, Olivenzwiebeln. Bin sehr gespannt. Schön, dass du da bist, Martina. Dankeschön. Viel Erfolg. Danke. Und wir freuen uns erneut auf jemanden, der gestern ein bisschen gezittert hat, aber trotzdem es geschafft hat. Hier ist Jonas Lang. Herzlich willkommen. Jonas, lass mich raten, bei dir gibt's was mit Mozzarella, oder? Richtig, genau. Bei mir gibt's ein Caprese mit selbstgemachtem Pesto. Ja. Gibt's ein Cappuccino von der Maroni mit Trüffelschaum und Parmesanchips. Oh, aha. Caprese mit Pesto, Parmesanchips, Maronen, Cappuccino mit Trüffelschaum. Haben wir ein Foto davon? Ich hoffe's. Ja, dann schauen wir uns das an. Guck mal hier, so sieht's aus. Ja. Viel Erfolg und wir freuen uns auf jemand aus Bayern, nämlich aus Regensburg, Erich Zwang. Herzlich willkommen. Lieber Erich, du hast gestern was gemacht, was, glaube ich, viele nachhaltig beeindruckt hat, nämlich du hast Nieren zu drei Kalbsnieren. Du hast gesehen, das Publikum am Ende hat es dann sehr gerne probiert. Du warst gestern Tagessieger. Wie groß ist die Motivation für heute? Ganz groß. Ganz groß. Ja. Mit was willst du weiterkommen? Tagliatelle mit Pfefferschoten, Kirschtomaten und Oliven. Tagliatelle mit Pfeffer? Ja. Mit Zuckerschoten? Zuckerschoten, ja. Also Tagliatelle mit Zuckerschoten und Kirschtomaten und Garnelen. Genau. Das ist ja typisch bayerisch, oder? Schon. Nee, isst du gerne so Sachen? Ja. Italienisch, ist ja. Das so deine Küche? Ja. Wollen wir uns mal das Foto anschauen, oder? Wie das Ganze aussehen soll nachher. Das ist immer wichtig, dass die Zuschauer zu Hause eine kleine Vorstellung haben. So sieht das aus, ja. Gut. Sehr gut. Ja. Also, mein Lieber. Wir wünschen dir viel Erfolg, ganz klar. Also selbstgemachte Pasta finde ich immer sehr, sehr schwierig in 35 Minuten, weil der Teig ja auch gemacht werden muss. Ich kann ja nicht den Teig fertig mitbringen. Ne? Aber ich finde immer, wenn die Pasta gut gelungen ist, muss man das auch belohnen. Also das ist wirklich immer, da ziehe ich echt immer den Hut vor. So. So, da kommen jetzt noch... So, jetzt da. Da kommen jetzt noch Tomaten rein und Oliven, die fehlen jetzt noch. Die Tomaten muss ich jetzt kurz in heißes Wasser. Okay, also wir haben ja vorhin gehört, du machst Olivenzwiebeln. Jetzt nochmal für mich zum Verstehen der Ansatz. Du hast was gemacht zuerst? Genau, also ich habe zuerst die Zwiebeln geschält, Zwiebeln klein geschnitten, mit in die Pfanne mit Olivenöl gegeben, habe dann Zucker, also ein bisschen andünsten lassen, Zucker darüber gestreut, den Zucker karamellisieren lassen, dann mit Rotwein aufgegossen und ein bisschen Thymian drüber und jetzt lasse ich so ein bisschen einköcheln. Okay, und dann kommen die Zwiebeln kommen dann so auf den Teller, so wie sie jetzt sind, quasi weich gekocht. Mhm. Und die Oliven kommen zum Schluss drunter. Genau, ganz zum Schluss gebe ich noch Oliven und Tomaten mit drunter. Und was machst du mit dem Zanderfilet? Das brate ich einfach nur scharf auf der Hautseite an. Die Gräten sind aber noch drin, gell? Das hast da, gesehen? Da oben, aber da unten, das Stück ist ganz gut. Aber schau her, ich kann dir das zeigen. Wenn man zum Beispiel jetzt keine Zange hat, das ist ja hinten da grätenfrei bis da. Mhm, genau. Und das ist diese Reihe hier da. Da gehst du her. Schneide ich das raus dann? Schau her, du nimmst so einen Keil hier. Okay. So schräg, hier rein. Mhm. Dann nimmst du das hier so hoch. Dann ziehst du auf einmal die ganzen Gräten raus. Super, vielen Dank. Und schon ist der Fisch grätenfrei. Danke dir. Zander mit gebratener Polenta und Olivenzwiebeln. Ja, also da Polenta finde ich immer ganz schwierig. Gerade gebratene Polenta. Ich mache mehr diese schlotzige Polenta. Gebratene, die ist mir meistens zu trocken. Also da muss man wirklich unheimlich viel dagegen setzen. Ja, ich weiß nicht, ob die Olivenzwiebeln das schaffen, weil der Zander hat ja auch nicht so viel Eigengeschmack. Mein Freund, wie schaut's aus, ehrlich? Ja. Also du hast jetzt hier die Garnelen eingelegt. Das sind ja ganz normale Garnelen. Ja. Nicht die speziellen. Nee. Was ist das jetzt? Sesam? Sesam. Öl? Öl, Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer, gut. Und das ist der Nudelteig für die Tagliatelle. Mhm. Aus was ist der gemacht? Hartweizen. Ein bisschen hart, ne? Nein, ganz im Gegenteil. Gut. Also wenn der Nudelteig so weich ist, dann zieht sich nachher die Nudel zusammen. Der muss richtig fest sein. Also den finde ich jetzt genau richtig. Also kann ich dir sagen, den hätte ich nicht besser machen können. Der ist wirklich genau richtig.
Genau richtig so. Das ist perfekt. Ja? Perfekt. Danke. Okay. Essig ist da. Essig ist da. Wasser kocht für die Tagliatelle, die brätst du ganz zum Schluss. Jawohl. Und die Zuckerschotten, werden die blanchiert oder kommen die nur so rein? Die werden gebraten. Gebraten, mit genau. Den Dingen, aber zum Schluss alles. Und das ist die Vinaigrette, oder was? Das ist ein Vinaigrette, ja. Die wo kommt die halt drüber? Über den Rucola. Ach, du machst einen Salat dazu. Jawohl. Und was ist in der Vinaigrette alles? Ah, das ist noch nicht. Okay, soll ich nicht probieren? Ja, bitte. Aber nee, ich probiere nur gute Sachen. Ich esse nicht Schlechtes. Nee, alles gut. Ich gehe wieder rüber, gucken, was hier vorne bei der Renate in der Zwischenzeit passiert ist. So, Renate, Tatar von Avocado und Erbsen. Was ist da drin? Da ist jetzt Creme Fraiche, Schalotten angedünstete, Avocado. Die Erbsen sind zum Kühlen in Eiswasser. Ja. Und ein bisschen Chilischoten, Salz, Pfeffer, frischer Koriander. Jetzt mache ich geschwinde Kartoffelchips. Okay, die werden nicht frittiert, sondern in der Pfanne gebraten. Ja, genau. Okay, und wie werden die Garnelen zubereitet? Die werden dann kurz angebraten. Ja. Die gebe ich dann kurz ins Rohr zum Warmhalten und mache dann noch einen, mache den Bratenrückstand mit Weißwein an und ein bisschen Butter. Das gebe ich dann drauf. Ja. Und ich hoffe, es schmeckt dann. Also da muss ich sagen, das finde ich mal was anderes. Ne? Das habe ich so auch noch nicht gelesen, die Kombination. Hört sich vielversprechend an. Klar, Erbsen, Avocado, das, ja, das ist beides grün. Ne? Sieht vielleicht gar nicht so toll aus, dann, weil es ja eine grüne Matsche ist sozusagen. Ne? Also da steckt schon wirklich, ja, da stecken viele Fragezeichen erstmal drin in dem Gericht. So, Horst, jetzt ist wichtig, dass du uns erklärst, du hast das Händchen jetzt paniert. Ja, ziemlich dicke Stücke, muss man sagen, ja. Hast du nur die Brust genommen oder was ist das? Nur Brust, jawohl. Nur die Brust, so. Jetzt meine Frage, warum ist das hier ohne, bist ohne? Ja, nur zur Sicherheit, wenn die anderen nicht so schön wären. Ach, so ist das, okay. Gut, und du nimmst jetzt hier was für ein Fett dafür? Ich nehme dafür normalen Butterschmalz. Normales Butterschmalz. Und dass du immer etwas zur Sicherheit machst, das kenne ich von gestern. Gestern hast du ja auch zwei Filets gebraten. Das habe ich nicht gebraucht, das war Kokolores im End, aber man weiß es hier nicht. Man weiß es nie, gell? Für alle Fälle hat man ja auch was im Betto. Genau. So, was ist das da vorne? Irgendwie das Rosinen, ist, das oder ist was? Der, das wird dann hinterher der Sud. Also das ist der Sud, da wird der Rettich drin eingelegt und das gibt dann so einen schönen süß-sauren Geschmack. Und was ist das jetzt? Rosinen sehe ich, Zimt. Was haben wir da noch Zimt drin? Und noch gehackte Macadamianüsse. Gehackte Macadamianüsse. Jawohl. Von wem ist das Rezept? Ja, und das weißt du ganz genau. Das ist ein Rezept, das habe ich von dir. Ich habe nur die Wasabi-Nüsse dazu erfunden und habe noch roten Chili. Aber es schmeckt wirklich lecker. Es schmeckt wirklich lecker. Ich habe ja zu Hause habe ich immer ein Probeessen gemacht ja. Und das ist hat einstimmig ist das durchgekommen. Also liebe Zuschauer zu Hause, falls Sie auch mal ein Rezept von mir ausprobieren. Sie können es gerne verändern, wie man sieht, aber ich kann euch eins sagen, wenn ihr heute ausscheidet, habe ich damit nie was zu tun gehabt. Ja, das ist klar. Martina! Die Tomaten sind ein bisschen hoch. Dein Rezept ist von wem? Von Cornelia Poletto. Sag mal, kocht ihr hier nur nach von den Köchen? Ich finde das super. Ha? Das sind alles die Zuschauer von der Küchenschlacht, oder? Fans? Ja, schon jahrelang. Toll. Die Tomaten sind ein bisschen zu groß. Mmh. Sag mal, sitzen deine Schüler jetzt vorm Fernseher? Und schauen die Küchenschlacht wahrscheinlich. So, pass auf, jetzt ganz kurz. Jetzt brauchen wir eine schöne. Bleib hier. Erstmal, wie heißt deine Klasse? Klasse 2. Klasse 2 in Schwäbisch. In Stimmfach. In Stimmfach. Das ist, ja. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, das ist eure Lehrerin. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, was ihr demnächst besser kann. Euch unterrichten oder kochen. Ich sage auf jeden Fall, sie macht es großartig und ich kann stolz sein auf eure Lehrerin. Ja? Dankeschön. So. Ich sehe bei dir bis jetzt immer nur noch den Cappuccino. Was ist denn mit dem Rest? Oh, es gibt sonst nichts. Wie? Du hast gesagt, Spaß, ich bin Caprese, schon fertig. Caprese, wo ist denn das? Caprese ist hier, ist noch nicht fertig. Caprese ist ja, also Tomate passt überhaupt nicht zum Beispiel zu Esskastanie. Ne? Also das finde ich eine ganz furchtbare Kombination. Also auf der einen Seite diese Esskastanie, dieses eher so winterliche Gericht, mit so kombiniert mit dem, also ich sag mal, ich kenne kein Gericht, was so sommerlich ist wie ein Caprese.
Von daher ist das eher abstoßend. Wird gleich püriert und dann wird es nochmal durch ein Sieb gejagt. Es ist immer schwierig bei der Maronensuppe, ob das es nicht zu, dass sie nicht zu dick wird. Gell? Weil die haben sehr viel Stärke, die Maronen. Gell? Naja, muss man mal gucken. Aber das ist okay. Was hast, wo ist denn das Pesto? Er ist schon fertig. Hoffentlich. Komm, hier, zeig uns das mal. Was ist da drin beim Pesto? Pinienkerne, geröstete. Ja. Basilikum. Ja. Pecorino, Parmigiano, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Aha. Sieht aber schön, ist schön von der Farbe her. Schon mal, das ist ganz wichtig, weil oft ist das Pesto so braun. Das finde ich schon mal, das sieht man sofort, dass es frisch gemacht ist. Probier mal. Mach mal die Augen bitter. Zu. Mach mal die Augen zu. Augen zu, probier mal. Jetzt, du weißt nicht, was ich dir jetzt gebe, probier mal. Mach mal zu, was schmeckst du jetzt? Ganz wichtig. Auch für zu Hause, wichtig, Leute. Damit kannst du das Essen wesentlich besser einordnen. Was schmeckst du vordergründig? Olivenöl. Nee. Nein. Ich schmecke sehr viel Knoblauch. Ich finde, das Verhältnis Knoblauch zu Basilikum ist extrem. Okay. Deswegen würde ich an deiner Stelle noch, um den Geschmack des Basilikums hervorzuheben, etwas Basilikum reingeben. Das ist immer wichtig, wenn man die Augen zumacht, und dann muss man genau überlegen, nach was schmeckt das. Und das ist oft der Irrtum. Die Farbe beeinflusst mich sehr. Und hier finde ich, ist zu viel Knoblauch drin. Okay. Was wird das hier? Das wird der Trüffelschaum. Ach, Trüffelschaum, genau. Aus Sahne, Milch. Aus was besteht der Trüffel? Aus Trüffelöl? Öl, genau. Trüffelöl. Also Trüffelöl. Aber nur ganz wenig, ne? Weil das Trüffelöl ist recht intensiv im Geschmack. Oft sehr stark nach Knoblauch. Trüffelschaum ist natürlich immer schwierig, weil in den meisten Trüffelprodukten, da würde ich jeden Kandidaten immer vorwarnen, damit in die Küchenschlacht zu gehen, ist leider immer künstliches Trüffelaroma drin. Und das ist so 90er Jahre irgendwie. So, ja. Hast du einen jetzt werden diese wunderbaren Garnelen geschält, beziehungsweise was machst du jetzt gerade? Entdarmen. Also du lässt die Schale dran? Ich lasse die Schale dran. Und nimmst quasi nur hinten den Darm raus? Genau, richtig. Ja? Hast du einen Tipp, wie geht das besser, ja, auf, als ich es mache? Nee, ich muss mal probieren. Darf ich dir die geben? Die geben, so. Die ist vorbereitet. Also ich kann dir mal sagen, was ich mache, weil ich stehe auf Nummer sicher. Das habe ich schon gemacht. Ach, schon gemacht. So, und dann ist eigentlich da hinten hier, da, wenn du reinschaust, hinten an der Spitze, da, siehst du das hier? Da ist der Darm, da. So, und jetzt musst du gucken, dass du die Spitze erwischt. Ja. Der Darm ist gar nicht mehr da. Okay. Ja, es gibt Garnelen, Leute, wirklich, manchmal ist das wirklich rätselhaft. Hier zum Beispiel, schau her, da ist nichts drinnen, gar nichts. Der Darm ist gar nicht da. Guck mal, die sind nicht nur auf 500 Meter gewachsen, die haben auch keinen Darm, diese Garnelen hier. Sehr interessant. Da soll man was vorzeigen, dann hat es dir keinen Darm, verstehst du? So. Macht aber nichts. Alles gut, aber ist kein Problem. Schauen wir da mal nochmal. Wir wollen nichts versprechen, was wir hier. Bei der Küchenschlacht wird alles eingelöst, jedes Versprechen. So, schauen wir nochmal hier, ob die jetzt einen Darm hat. Hat auch keinen Darm. Also meine hatte einen. Schau, die hat auch keinen. Meine erste hatte einen, schau. Was ist denn das hier? Ah doch, da ist ein Stückchen. Na bitte. Ach guck mal, das ist ganz wenig hier. Ja, was siehst du hier? Ist auch fertig. Hast noch eine? Kannst fürs Publikum eine mitmachen, komm. Ja. Wo ist dein Backhändl? Im Backofen. Im Backofen, das heißt, du hast es aus dem Fett rausgenommen und reingeschoben. Genau. Und machst jetzt den Rettich süß-sauer. Genau. Und sonst kommt ja nichts dazu, oder? Ein bisschen Garnitur und dann war's das. Okay, gut. Das läuft hervorragend bei dir. Martina, bei dir auch? Ja. Gut, das ist jetzt das Gemüse hier. Das ist dieses Zuckerschotengemüse mit Oliven und Tomaten. Also, was ich gestern schon festgestellt habe und heute, du hast ein irrsinniges Gefühl, wie gut abschmecken. Das schmeckt richtig gut. Wirklich. Sehr aromatisch, so. Zander, Polenta,
Der wird gut, der Zander. Schön langsam noch braten, aber das müsste genau ausgehen, ja? Okay. Wir haben noch 3 Minuten 30. Schön ziehen lassen, unten braun, dann umdrehen, Butter rein, perfekt. Genau. Ist dein Rettich fertig? Ja, Rettich, ja, der zieht jetzt so in Ruhe vor sich hin. Der zieht in Ruhe da durch diese Marinade mit den Rosinen. Genau. Okay, alles gut. Und hier ist jetzt schon in der Anrichtephase das Tatar. Ja. Hast du schon probiert? Nein, noch nicht. Schmeckt's dir? Magst du's? Soll ich probieren? Bitte. Unbedingt. Also Erbsen, Avocado-Tatar mit Koriander. Mit Koriander und mit Chili gewürzt. Hast du probiert? Ja. Probier nochmal. Ist zu scharf? Nee, gar nichts. Probier. Ich würde jetzt gerne wissen, was du dazu sagst. Zu wenig Salz. Ja, genau. Mein Problem. Das schmeckt nach eingeschlafenen Fiers. Oh. Komm, neu machen. Salz rein. Lass ihn noch mehr auf der Hautseite. Bitte? Lass ihn noch länger auf der Hautseite. Lass ihn noch länger auf der Hautseite, ja, damit die Hautseite schön kross wird. Nicht so schnell umdrehen. Geduld haben. Du siehst doch bei dem Fisch, du siehst bei dem Fisch, ob er da ist. Das ist immer das Problem. Du siehst, ob er gar ist, ganz einfach hier. So. Danke. Du siehst hier, das Eiweiß hier stockt. Siehst du das hier da? Und wie weit es nach oben geht, desto weiter ist der Fisch gegart. Und dann erst zum Schluss umdrehen. Okay. Einfach mal beim Kochen entspannen. Nicht so hektisch sein, ja? Die letzten 2 Minuten jetzt, Leute. Hier sind die Garnelen auch schon. Deine Nudeln fertig machen, schön in Ruhe. Den Salat anrichten. Cappuccino von der Marone anrichten. Trüffelschaum drauf und Caprese anrichten. Polenta anrichten bei Martina. Dazu gibt es den Zander und die Soße. Süß-saurer Rettich mit Stubenküken, asiatisch oder hühnchenasiatisch. Wie schaut das aus? Darf ich probieren? Selbstverständlich. Sehr schön durchgebacken. Ja? Perfekt, junger Mann. Sehr schön hier. Super Hühnchen. Sehr schöne Kartoffelchips hier bei Renate. Sieht super gut aus. Die Garnele schön gebraten. Was ist hier mit der Butter? Nicht anbrennen lassen, alles anrichten. Ja? Mhm. Wir sind bald bei 1 Minute. Ja? Noch 6 Sekunden, dann sind wir bei 1 Minute. Schön anrichten hier, ja, Jonas? Letzte Minute. Dauert noch, dauert noch. Dauert noch. Ja. Also drin, umdrehen. Heißer. Heißer, drin lassen. Gut. Anrichten hier. Nicht so viel. 2? Nur 1? Nein, reicht. Komm. Nicht so viel. Die letzten 30. Also ich freue mich auf jeden Fall am meisten heute auf das asiatische Backhähnchenbowl. Da habe ich so richtig Hunger drauf mit dem schönen, süß-sauren Rettich. Also ich hoffe, das wird auch funktionieren, das Gericht. Schwer wird es heute schon dieses Gericht haben mit diesem langen Text. Die Maronensuppe, Trüffelschaum, dann noch Caprese, dann parmesanische Pesto. Das ist schon sehr viel alles. Wenn ich diese Vorspeisen sehe, dann glaube ich, stimmt das zum ersten Mal, aber ich sagen kann, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Großartig. Lieber Erich, deine Bandnudeln mit den Garnelen, sind die genauso, wie sie zu Hause geworden sind? Ich hab's noch nicht probiert. Aber ist der Inhalt für dich so zufriedenstellend? Puh, tja, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Liebe Renate, bist du mit der Garnele ohne Darm so zufrieden? Ja, optisch sieht sie mal gut aus. Ich hoffe, sie schmeckt auch so lecker, wie sie aussieht. Und der Rest? Ist, denke ich, mal sehr gut gelungen. Also dank deines Tipps mit dem Salz wird es jetzt hoffentlich passen. Ist jetzt genug drin, Salz? Ich denke. Ich hoffe. Lieber Horst,
Zunächst mal muss ich sagen, optisch eine Eins. Schmeckt das auch so? Ich hoffe es. Ich konnte es selber jetzt nicht probieren, natürlich ganz, aber ich bin zuversichtlich. Liebe Martina, könntest du damit die Cornelia Boletta begeistern? Ob das wirklich so sein wird, das weiß ich nicht. Ich bin aber zufrieden mit der Zwiebel-Olivensoße. Und beim Zander hast du mir ganz gut geholfen. Und ich hoffe, dass sie auch begeistert wäre. Jonas, ist da hier bei dir alles auf dem Teller? Nein, ich hab's Pesto vergessen. Ja, schade. Ist der Rest denn okay? Ich hoff's. Lieber Jonas, sei jetzt nicht traurig. Nein. Nee, pass auf, noch ist nichts entschieden, denn wir haben jetzt eh keinen Einfluss. Aber der Mann, der jetzt kommt, der entscheidet, was hier richtig und falsch ist oder was besonders gut schmeckt. Herzlich willkommen an Björn Freitag! Lese mal vor, Duett von Caprese mit Pesto und Parmesan-Chips und dann noch ein kleiner Maronen-Cappuccino mit Trüffelschaum. Da gehe ich doch erstmal dran hier. Ich liebe diese Süppchen. Ne? Jetzt steht hier Cappuccino. Ja, ist auch ein bisschen schaumig. Und Trüffel ist natürlich immer gewagt, weil Trüffel kann ja auch mal schnell künstliches Aroma sein. Ne? Ich trinke jetzt einfach mal so. Mmh. Oh, sehr fein. Wow. Sehr fein. Mhm. Also eine schöne Süße mit der Marone. Die Suppe, die hat wirklich einen guten, tiefen Geschmack. Und so richtig Trüffel schmecke ich gar nicht. Mhm. Ich nehme mal oben so ein bisschen Schaum weg. Also, was mich jetzt aber auch nicht stört, weil ist mir lieber, als wenn da jetzt jede Menge Trüffelöl drin wäre oder so. Mm. Boah, schwierig, weil, wie gesagt, die Suppe an sich finde ich richtig gut. Ja, die hat wirklich einen tollen Geschmack. Nur, klar, Trüffel, da muss es auch nach Trüffel schmecken. Aber wir gehen erstmal weiter jetzt. Ich überlege mir gleich nochmal, vielleicht probiere ich auch gleich nochmal einmal. Oder es war zu wenig Trüffelschaum drauf. Jetzt habe ich hier dieses Caprese und noch die Parmesan-Chips. Mm. Ja. Ja, die Tomaten. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich meine, ich gehe mal jetzt eher auf die Parmesan-Chips. Die sehen zwar dunkel aus, sind aber super lecker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schmecken sehr gut. Gucken wir nachher mal dazu. Dann habe ich hier Erbsen-Avocado-Tatar mit Kartoffelchips und Sprossen und Garnele. So, das sieht erstmal sehr schön aus, die Garnele. Gucken wir mal, wie die gebraten ist. Also, erstmal sieht das sehr lecker aus, weil das ist so bei Erbsen-Avocado-Tatar, da dachte ich erstmal so, das ist vielleicht, könnte schon wieder zu gesund sein, aber das sieht sehr, sehr lecker aus. Da ist irgendwas Rahmiges noch mit drin. Boah, mh. Das ist aber richtig fein. Also. Boah. Also, das ist richtig gut, weil das ist auch mal mutig gewürzt. Das ist. Hast du ja. Das gewürzt, Johann? Nee. Oder warum lachen die jetzt alle so hier? Nein, alles gut. Das ist. Mh, da ist alles drin. Also, da ist Zitrone mit drin, da ist. Ich schmecke richtig leckere Kräuter, also, boah, das ist wirklich auch, perfekt. Ist auch Salz dabei? Also, ich vermisse auf jeden Fall kein Salz, muss ich sagen. Voll abgeschmeckt. Ja,
So, die Garnele. Die Garnele ist auch, sehen wir doch hier, guck mal, perfekt gegart. Ne? So, hier, das gucken wir mal. Aber der Björn findet ja leider immer einen Fehler. Da ist der Darm noch drin hier, komplett. Ne? Ja. Ja, ne? Ne? Manche sagen natürlich, ja, könnte man so mitessen oder so, aber da ist er komplett. Wo ist er denn? Hier, da. Ach, der war auf der anderen Seite von mir. Also ich sehe das jetzt als kleinen Fehler an. Also ja, wenn du auch nicht wusstest, dass der da oben nicht drin ist, ne, dann sehe ich das jetzt als kleinen Fehler. Wir haben hier echt gesucht nach dem Darm. Ausnahmsweise kein Fehler. Garnele toll gegart, alles super abgeschmeckt. Ich könnte jetzt hier, das ist ja so lecker, ich könnte das komplett aufessen. Toll, jetzt natürlich die Chips noch hin. Auch gut. Perfekt, Wahnsinn. So, hier habe ich mich heute richtig drauf gefreut. Hm. So, wir haben ein asiatisches Backhähnel auf süß-saurem Rettich. Und hier ist noch so ein kleiner Dip dabei. Der Gast kann auch wählen, noch sich ein bisschen Limettensaft drauf zu machen. Gucken wir uns erstmal das Hähnchen an hier. Ich schneide es mal einmal auf, wie das gegart ist. So, das ist, ja, das ist, glaube ich, gut gegart. Also, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Ich weiß nicht. Auch, ich weiß, isst man in, du kennst dich ja in Asien besser aus, Johann. Isst man da Rosinen in Asien? Ja, mit Sicherheit. Aber ja? Ich hab eine Variation von süß-sauren Rettich mit Rosinen auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Hm. Schmeckt er, oder? Ja, aber was mir jetzt hier nicht so gut schmeckt, ist gerade, du erwartest süß-sauren Rettich. Und da ist aber nichts Saures dran. Ist hier vielleicht was Saures drin? Das ist gar nicht sauer. Das ist hier Wasabi-Creme. Ich guck noch mal mit dem Sud hier unten. Ich habe es leider nicht probiert, ich kann nichts dazu sagen. Ich ja, okay. Ich probiere noch mal den Sud. Also was schön ist, ist die Schärfe. Ob ich jetzt unbedingt dieses ganz Süße von den Rosinen brauche, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch mal, ich habe jetzt mal ein bisschen Sud von unten noch genommen. Nicht sauer. Das ist ein kleiner Minuspunkt, weil es schmeckt zu süß. Es ist nur süß-scharf. Es ist alles zu süß. Aber das Hähnchen sieht richtig gut aus. Das Hähnchen probiere ich jetzt mal. Mmh. Sehr gut. Mmh. Mal mit dem Dip zusammen. Also, Schärfe ist auf jeden Fall drin. Das waren wahrscheinlich so Peperonis, ne, die aber schärfer waren. Boah, mir brennt gerade der ganze Mund hier. Das hätte ich wahrscheinlich doch besser zum Schluss gegessen. Mm. Kann das sein, dass man sich die Zitronen vorher oder die Limetten auspressen muss? Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich gebe dem noch mal eine Chance. Beim Backhändler, dass man Zitrone dazu macht, beim Schild. Ja, nee, bei süß-saurer Metti, Rettich. Das ist nicht sauer. Vielleicht muss man sich da die Zitrone drüber machen. Ich probiere es noch einmal jetzt mit Zitrone. Hm. Hähnchen super, Dip super. Rettich nicht so gut. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen jetzt. Gut. Ja. Ja. Da ist auch ein Fehlgeschmack drin. Kommen wir auch hier zu einem sehr schönen Teller. Wir haben einen gebratenen Zander mit gebratener Polenta. Und Olivenzwiebeln. Und die finde ich spannend, weil die sehen so richtig schön so eingekocht aus. Also diese roten Zwiebeln, so richtig marmeladig eingekocht. Das liebe ich ja. Weil man muss ja hier einen starken Partner zur Polenta haben, weil Polenta kann ja gerade gebratene sehr trocken und langweilig schmecken. Deshalb interessiert mich das jetzt mal, wie die so erstmal so an sich schmeckt. Oh, die ist aber auf den Punkt. Boah. Die ist überhaupt nicht auf. Respekt. Also, boah, die Polenta ist richtig gut. Die ist wirklich auf den Punkt gegart, ist nicht zu trocken, ist toll abgeschmeckt. Jetzt kommen wir hier mal mit der Zwiebel, Olivenmarmelade um die Ecke. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man die Zwiebeln in so kurzer Zeit so
lecker hinbekommen, weil die müssen ja auch im Moment ziehen. So. Jetzt mal den Fisch, also ganz voll, wow. Wie ist denn der Fisch gegart? Ich drehe den einmal um. So, und da sehen wir auch hier, der ist null trocken, der ist genauso gut gegart wie die Polenta. Das ist ein Hammergericht. Mhm. Der Fisch hätte vielleicht noch einen Hauch mehr Salz vertragen. Aber ansonsten, also mir reicht das sogar auch das Gericht ohne den Fisch. Das ist so lecker, die Polenta, diese perfekt gegarte Polenta. Mit wirklich dieser Zwiebelmarmelade hier. Hammer. Mm. Toll. So, hier natürlich sympathisch, mal nicht ganz so viel Nudeln angerichtet. Schöne Vorspeise. Das muss ich sagen, das war hier schon fast ein bisschen mehr zu sehr Hauptgang. Aber es war trotzdem traumhaft lecker. Also, nur es ist keine richtige Vorspeise für mich. Aber egal. Kommen wir jetzt mal zu der Vorspeise hier. Tagliatelle, ich gehe mal davon aus, selber gemacht, mit Garnelen, Zuckerschoten, Kirschtomaten und Oliven. So, die Nudeln, wie sehen die denn so aus? Könnten die vielleicht ein bisschen zu trocken geworden sein? Nee, ne? Weil, ich weiß jetzt nicht, ob man die noch mal so vielleicht in Olivenöl geschwenkt hat, oder? Hm. Also, das ist der Hammer. Du denkst, du isst gleich. Lass mich erst mal applaudieren. Du denkst rein optisch, du isst gleich viel zu trockene Nudeln. Wo ist das Söschen, wo ist die Nage, wo ist ein bisschen Fond oder so? Aber dann isst du die und die schmecken so fantastisch, die Nudeln. Also richtig gut. Auch hier gucken wir nochmal die Garnelen, aber da kann man eigentlich auch nicht viel verkehrt machen. Wunderbar. Boah, das ist ein tolles Gericht. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken eben. Ich muss jetzt einfach mal sagen, ich wollte heute schon hier ganz viele Gerichte als Tagessieger weiterschicken, aber das hier hat mich wirklich am meisten beeindruckt. Ja. Das ist mein Tagessieger heute hier. Hammer. Toll. Das hier ist auf jeden Fall für mich Gericht Nummer 2, weil das ist auch, das möchte ich am liebsten jetzt gleich mitnehmen, aufessen. Ja, ihr könnt jetzt klatschen, ist Nummer 2. So. Einziger Fehler hier, ein bisschen zu wenig Salz am Fisch und für mich eher ein Hauptgang, keine Vorspeise, aber trotzdem würde ich auch gerne aufessen. Tolles Gericht. Dritter. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den beiden. Also hier wurde wirklich beim Chip gut gearbeitet. Die Suppe ist auch gut, aber hat halt keinen Trüffelgeschmack. Also wirklich schmeckt nicht nach Trüffel. Den Spieß würde ich am liebsten aus der Wertung rausnehmen, weil, wie gesagt, das ist für mich Kindergeburtstag. Diese kleinen Mozzarella-Kugeln mit Tomate abwechselnd aufzuspießen. Pesto sehe ich auch gerade, ist auch nicht drauf. Ne? Also es gibt kein Pesto hier. So, also wie gesagt, da bin ich mir gerade nicht sicher, weil hier bei dem Hähnchen fand ich das Hähnchen wirklich sehr, sehr gut. Auch diesen Wasabi-Dip. Dann eine schöne Schärfe, also klar, es war scharf. Was mich hier aber stört, ist der Rettich. Können Sie auch gleich hier probieren, der ist nicht rund. Der schmeckt irgendwie muffig, süß. Der schmeckt einfach nicht gut, der Rettich. Also, da vermisse ich so eine Leichtigkeit, die ich von der asiatischen Küche kenne. Klar, man kann hier in 35 Minuten keinen Rettich irgendwie fermentieren oder so. Aber das stört mich. Und jetzt muss ich wirklich mal nochmal vergleichen. Das ist jetzt echt schwer, Johann. Ist natürlich hier, muss man auch mal sagen, handwerklich natürlich besser umgesetzt, natürlich viel mehr Arbeit. Hier fehlt das Pesto. Wirklich schwer. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir jetzt eigentlich nur den Essig. Der Essig fehlt wirklich. Komm, ich schick das weiter. Ja? Leute, morgen wird's ganz toll bei uns. Morgen gibt es eine Hüttengaude, der Hüttenzauber. Bin gespannt, was die Kandidaten für Rezepte sich einhaben lassen.
Schönen Nachmittag. Adieu und schönen Abend. Tschüss.